Hallo, ich habe euch ein Video gemacht für die zur Ausstellung möchten. Hier ist Nala und Lotte. Nala hat das noch nie gemacht, Lotte das letzte Mal vor einem Jahr. Ich habe hier eine Leine, das ist so eine Hausleine ohne Knick und Schnack, ohne Klimbim, einfach nur ein Karabiner und ein Band und fertig. Muss auch nicht lang sein. Sie hat ein Halsband, es gibt auch Menschen, die machen das mit einer Vorführleine. Ich komme damit aber allerdings gar nicht klar. Wichtig ist, dass der Hund steht, einfach schön steht. Und damit die Richter sich den anschauen können. Das ist das A und O. Der Hund soll schön stehen. Wenn ich korrigiere, korrigiere ich von der Seite, aber ich finde, dass sie schon ganz gut steht. Für mich, also mir reicht das so. Und das Nächste ist, dass der Hund sich in die Zähne gucken lässt, dass sie sich die Zähne anschauen, ob die alle da sind. Und dann wird sie abgetastet, man schaut sich den Schwanz an. Bei Rüden wird noch der Hoden getastet, ob die da sind. Ja. Und ja, dann läuft man eine oder zwei Runden. Das sagt euch dann der Richter, ob in eine reicht oder zwei reicht. Der Schritt, das Laufen sollte nicht zu schnell und nicht zu langsam sein, damit der Hund einen schönen Laufschritt hat und die das Gangwerk beurteilen können. Dafür läuft der, ist der Hund in der Mitte bei mir und man läuft einfach. Schnell und nicht zu langsam. Natürlich hat man dann die Ablenkung, die ich jetzt hier gerade habe, mit Nala, die hier gerade rumspinnt. Sie denkt, das ist jetzt hier ein Spiel. Wenn dann eine schöne Runde gelaufen ist, dann steht der Hund wieder vom Richtertisch. Wenn Nala jetzt nicht aufhört, würde ich sie einmal wegmachen. Laufen müssen wir gerade. Ich mache Nala einmal weg. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da sind wir wieder. Nala ist weg. Wie gesagt, der Hund soll schön stehen. Und dann wird gelaufen. Sehen das immer ganz gerne, dass die Leine locker ist, dass man da irgendwie unten drin reicht und rumfährt. Das soll man ja gewöhnlich haben, weil es auf den Kühlkopf geht. So, und dann stellen wir wieder vor den Richtertisch. Ihr könnt immer wieder korrigieren, dass man sich wieder vernünftig hinstellt, das ist auch kein Problem. Wenn ihr korrigiert, dass sie blöd steht, dann von der Seite. Und sowas habe ich auch echt in der Stadt geübt. Mitten in der Stadt. Einfach hingestellt, wie das steht. Hier das Kommando, dass der Hund irgendwann weiß, was ich von ihm will. Und man läuft auch noch eine Diagonale. Hier ist jetzt der Richtertisch. Ja? Dann läuft man auch noch mit dem Hund. Und leicht läuft locker zurück. Und wieder ist es so, dass dann nochmal gelaufen werden muss. Natürlich ist der Bereich größer als bei mir jetzt hier. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Lasst euch hier.